Dieser Papst mischt sich ein, reist an krisengeschüttelte Orte, kritisiert Despoten. Sein Besuch in Myanmar, Akraf und Bangladesch soll jetzt kleine Kirchen unterstützen. Doch die Länder spaltet der Rohingya-Konflikt, Franziskus wird sich auch da nicht raushalten können. Papst Franziskus macht gerne komplizierte und ungewöhnliche Reisen, dafür ist er bekannt. Doch der jetzt anstehende Besuch in Myanmar, Akraf und Bangladesch ist für den Vatikan ein wahres Problemfeld, sowohl logistisch als auch politisch. Mehr als eine Reise ist es ein Abenteuer, sagte Papstsprecher Craig Burke. Vor allem die Krise um die verfolgte muslimische Minderheit Rohingya lastet schwer über dem Besuch, der am Sonntag mit dem Abflug nach Myanmar, Akraf beginnt und am 2. Dezember in Bangladesch endet. Franziskus ist der erste Papst überhaupt, der ins mehrheitlich buddhistische Myanmar, Akraf reist. Für uns ist es ein historischer Moment, sagt der einzige Kardinal des südostasiatischen Landes, Charles Bo. Aber dieser Asientrip gilt als eine der schwierigsten Auslandsreisen des Papstes. Wegen der Rohingya-Krise ist der Zeitpunkt brenzlig. Am Donnerstag vereinbarten beide Länder zwar, dass die Flüchtlinge aus Bangladesch nach Myanmar, Akraf zurückkehren sollen. Unklar bleibt aber, was passiert, wenn die Rohingya nicht dorthin zurück wollen, woher sie gerade erst vor Gewalt geflohen sind. Außerdem ist von der Rückführung Vertriebener aus Rakhine die Rede, aus dem Bundesstaat Myanmars stammen die Rohingya. Will Myanmar, Akraf wirklich Menschen, denen es seit Jahrzehnten die Staatsbürgerschaft verweigert, als Vertriebene aus dem eigenen Staatsgebiet wieder aufnehmen? Myanmars Militär hatte Ende August im Bundesstaat Rakhine eine Räumungsoperation begonnen, nachdem eine Rohingya-Miliz Posten der Sicherheitskräfte angegriffen hatte. Hunderttausende Rohingya flohen aus Myanmar, Akraf ins muslimische Nachbarland Bangladesch, wo sie meist unter furchtbaren Bedingungen leben. Geflüchtete Rohingya erzählen von niedergebrannten Dörfern, Exekutionen, Morden an Kindern und Vergewaltigungen. Die Vereinten Nationen nannten die Vertreibung ein Paradebeispiel für ethnische Säuberung. Die Reise des Papstes war schon vor der Zuspitzung des Konflikts geplant. Der Trip hätte sowieso stattgefunden, aber dies zieht natürlich die Aufmerksamkeit auf sich, sagt Vatikansprecher Burke. In Bangladesch erwartet man nun von Franziskus klare Worte zu der Krise. Doch die Frage ist, wie genau er sich äußern wird. Wird er sich an den Rat der katholischen Kirche vor Ort halten, das Wort Rohingya besser nicht zu benutzen? Denn Myanmar, Akraf betrachtet die Rohingya als illegale Einwanderer, bezeichnet sie als Bengalen und suggeriert damit, sie stammten aus Bangladesch. Auch in den Mitteilungen zur Rückführungsvereinbarung kommt das Wort Rohingya nicht vor. Es ist kein verbotenes Wort.